Tischtennis-Freunde. Wir sind hier wieder bei der Tischtennis-Saisonvorbereitung. Heute haben wir das Thema, was haben gute und erfolgreiche Spieler gemeinsam? Es fängt schon damit an, dass die Übungen konsequent gespielt werden und eben fokussiert. Also man weiß ganz genau, welche Übung wird es gespielt, wie lange wird die Übung gespielt, welche Variationen. Das muss man sich vorher nicht daheim aufschreiben, denn gute Spieler haben irgendwann ein Gefühl dafür, was hilft einem selbst weiter und welche Übung kann ich jetzt machen, welche Übung ist gut für vor dem Wettkampf. Natürlich kann man es immer optimieren, aber die meisten Spieler haben ein ganz gutes Gefühl, welche Übung jetzt zu welchem Zeitpunkt gemacht werden sollte. Und dann fällt mir auf, wenn ich mit einem Bundesligaspieler immer trainiere, dann wird die Zeit gestoppt. Das heißt, zum Beispiel dauert die Übung 8 Minuten. Dann wird 4 Minuten die Übung ohne Aufschlag gespielt und dann die anderen 4 Minuten mit Aufschlag. Also dann auch verändert vielleicht mal die Übung oder so, aber die Grundstruktur von der Übung bleibt dann oft gleich, nur Feinheiten werden dann verändert. Es ist wichtig, dass die Übung verändert wird. Denn wenn ich zum Beispiel eine Übung mache mit Rückhand Mitte, Rückhand Vorhand, das ist einfach so ein ganz normaler Holzschläger, den ich hier habe, zum Vorzeigen, dann kommen die Bälle relativ sicher. Das heißt, ich mache wenig Fehler und ich gewöhne mich dran, wenn ich zum Beispiel einen guten Blockspieler habe. Wenn ihr wissen wollt, wer so gut blockt, das bin ich. Dann kann ich die Bälle relativ gut treffen. Wenn ich die gleiche Übung dann aber mit Aufschlag mache, dann kommt vielleicht der erste, also mache ich einen Aufschlag, kurzen Unterschied Aufschlag, dann kommt der Ball in die Rückhand, versuche ich den Ball anzuziehen und dann entstehen häufig Fehler. Weil eben der Ball nicht mehr so gerade fliegt, weil er immer anders kommt. Und genauso ist es ja im Wettkampf auch. Da spielen die Gegner mir den Ball ja auch nicht gerade zu. Deswegen muss ich die Übungen immer individuell anpassen. Der dritte Tipp ist, die Trainingsspiele konsequent und richtig spielen. Was ich damit meine ist, viele Spieler machen ein Trainingsspiel, um ein bisschen in dieses Aufschlag-Rückschlag reinzukommen, für den Wettkampf vielleicht am Wochenende dann. Aber diese Spiele werden oft nicht richtig gespielt. Mit nicht richtig gespielt meine ich, die Spannung fehlt oft bei den Spielern, die Ernsthaftigkeit und es wird zu viel rumprobiert. Also klar, wenn du zum Beispiel vorher die Rückhand verbessert hast oder versuchst zu verbessern, dann ist es auch wichtig, im Trainingsspiel die Rückhand zu verbessern oder da beziehungsweise einzubauen. Denn es bringt natürlich nichts, wenn du im Trainingsspiel schon die Rückhand nicht trainierst oder nicht dann im Wettkampf anwendest, dann wirst du es im richtigen Wettkampf, also in der Ligasaison oder dann bei einem wichtigen Turnier auch nicht anwenden. Deswegen ist wichtig, das Trainierte auch im Wettkampfspiel anwenden. Aber wenn du zu viel herumprobierst, weil du denkst, ja okay, der Gegner wird das Problem mit einem langen Aufschlag haben oder du machst sonst irgendwas Verrücktes, du musst jetzt auf jeden Fall draufhauen. Das bringt dir im Endeffekt gar nichts, weil du im Wettkampf wieder nicht so spielen wirst. Deswegen versuche im Trainingsspiel so zu spielen wie im Wettkampf. Genauso ist es auch mit dem Gewinnen und Verlieren in den Trainingsspielen. Viele zum Beispiel schenken dann einfach den Satz ab, wenn sie keine Lust mehr haben oder wenn sie zu weit hinten sind. Steht zum Beispiel 4:8 aus deiner Sicht und dann hast du keine Lust mehr, weil es vielleicht schon 22 Uhr und du bist nach Hause. Ja, dann schenkst du den Satz einfach ab. Und im Endeffekt wirst du so diese Gewinnermentalität verlieren, beziehungsweise nie haben. Weil wenn du schon im Training die Spiele einfach abschenkst, wieso solltest du dann im Wettkampf auf einmal fokussiert in dem Moment sein? Wieso sollte der letzte Funke dann überspringen, wenn du eben im Training schon die Spiele abschenkst? Die nächste Komponente ist das ganzheitliche Training. Tischtennis ist so ein komplexer Sport. Da ist es nicht nur wichtig, ins Training zu gehen, ein bisschen rumzuspielen und danach bist du ein besserer Spieler. So läuft das Ganze nicht. Da gibt es viel, viel mehr Faktoren, die im Tischtennis wichtig sind. So zum Beispiel die Ernährung, Krafttraining, die Regeneration, das Umfeld, die mentale Stärke. Es gibt sehr, sehr viele Komponenten im Tischtennis, die alle berücksichtigt werden müssen. Nur wenn der ganze Kreis sich zusammenfügt, dann kannst du auch erfolgreich sein. Deswegen konzentriere dich nicht nur aufs Tischtennis, sondern eben auf das alles, was damit zusammenhängt. Also, wenn du dich nicht gesund ernährst, wenn du nicht genug Power im Training hast, dann musst du ein bisschen deine Ernährung anpassen. Wenn du dich zu schlapp fühlst, wenn du keine Kraft mehr hast, dann musst du darüber nachdenken, ob du Krafttraining machen sollst. Genauso auch mit der Regeneration. Wenn du zu viel trainierst und vom Kopf her nicht mehr voll da bist, dann mach mal 1-2 Tage Pause oder fahr auch mal in Urlaub eine Woche. Ist auch mal gut. Oder einfach mal eine Woche die Schläger weglegen. Das war es, was alle Tischtennisspieler, die erfolgreich sind, gemeinsam haben. Natürlich gibt es noch weitere Komponenten, die wichtig sind, aber nun hast du erstmal einen groben Überblick, was erfolgreiche und gute Spieler gemeinsam haben. Ich hoffe, du kannst das eine oder andere mitnehmen und vielleicht auch in deinen Trainingsalltag, in dein
Leben ein bisschen so integrieren. Und ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg bei deiner Vorbereitung.